Also, was ich ganz besonders an Göttingen noch mag, ist die Geschichte der Stadt und die Geschichten und Sagen, die sich um sie ranken. Ob es nun wahre oder gelogene sind. Wie zum Beispiel diese hier. Im Land der Pappel-Wappen-Klapper-Ritter gab es einen Ritter namens Pitter. Der trug auf seiner Kappen das Pappel-Klapper-Ritter-Wappen. Derselbe nun besaß einen Gaul, den Pappel-Wappen-Klapper-Rappen und einen Pappel-Wappen-Klapper-Knappen. Mein Name ist Daniel von Trausnitz. Ich bin in Göttingen geboren und lebe auch hier. Mein Beruf ist Schauspieler, Sprecher und Autor. Und ich möchte euch gerne erzählen, was mir an Göttingen gefällt. Zum Beispiel hier der Wilhelmsplatz. Da befinden wir uns gerade. Ein wirklich schöner Treffpunkt, um abends gemütlich beim Bier zu sitzen, insbesondere für junge Leute. Auf eine Bank setzen und auf Wilhelm IV. Schauen, der Rektor der Universität war. Ich glaube, 1837 stiftete er sogar die Aula hier. Und in seinem Schatten zu sitzen und die Ruhe der Stadt genießen, das ist sicherlich was ganz Besonderes und sollte man auf jeden Fall erlebt haben. Eines Tages zogen der Pappel-Wappen-Klapper-Ritter mit dem Pappel-Wappen-Klapper-Knappen auf dem Pappel-Wappen-Klapper-Rappen von der Pappel-Wappen-Klapper-Stätten. Er wollte seine Pappel-Wappen-Klapper-Mutter und seinen Pappel-Wappen-Klapper-Vater vor den fetten Riesen Natterklapper-Ratten retten. Was an Göttingen, an meiner Stadt, auch schön ist, ist, dass man überall freundlich aufgenommen wird. Also man sagt zwar, die Südniedersachsen sind ein bisschen grummelig und still, aber das stimmt für Göttingen, glaube ich, nicht, weil die Stadt sehr durchmischt ist von den Leuten, die hier leben. Es sind viele Studenten da, die auch aus anderen Regionen kommen und dadurch ist es einfach eine unglaublich lockere Atmosphäre und man wird immer freundlich aufgenommen, egal wo man hinkommt. Was an Göttingen auch toll ist, sind die Fahrradwege und überhaupt das Fahrradfahren in Göttingen. Man kann tatsächlich alles relativ schnell mit dem Rad erreichen. Ich kann das sagen, weil ich habe über ein Jahr als hauptberuflicher Fahrradkurier in Göttingen gearbeitet und kenne jede Gasse. Die Riesennatter-Klapper-Ratten hatten Pappel-Wappen-Klapper-Mutter und Pappel-Wappen-Klapper-Vatter in einem Riesennatter-Klapper-Ratten-Lattengittergatter. Das Riesennatter-Klapper-Ratten-Lattengittergatter war verschlossen mit zwei Riesennatter-Klapper-Ratten-Lattengittergatter-Ketten. Aber es ist auch diese Atmosphäre der Kunst, die hier durch diese Stadt weht. Es gibt Schauspieler, es gibt Autoren. Ach, eigentlich gibt es alles, was man sich an Kunst vorstellen kann, Musiker. Aber insbesondere möchte ich auf die Literaten und Autoren zu sprechen kommen, weil ich ja selber auch einer bin. Angebote gibt es hier von großen bis zu kleinen, wie den Literaturherbst, wirklich, wo internationale Größen ihre Texte vortragen. Oder auch Poetry Slams, was ja zurzeit sehr angesagt ist. Oder auch kleinere Lesebühnen, wo jeder Autor einfach frei seine Geschichten erzählen kann. Und das genieße ich tatsächlich an Göttingen, dass es für jeden etwas gibt. Man könnte auch sagen, kommen Sie her und kommen Sie ran, Göttingen macht alle an. Aber unser Pappel-Wappen-Klapper-Ritter hatte einen Riesennatter-Klapper-Ratten-Lattengittergatter-Kettensplitter und eröffnete damit das Riesennatter-Klapper-Ratten-Lattengattergitter. Dies jedoch bemerkten die Riesennatter-Klapper-Ratten. Um Pappel-Wappen-Klapper-Ritter, Pappel-Wappen-Klapper-Knappen, Pappel-Wappen-Klapper-Mutter samt Pappel-Wappen-Klapper-Gatten flohen auf dem einen schlappen Pappel-Wappen-Klapper-Rappen vor einer Horde gar nicht satten Riesennatter-Klapper-Ratten. Wer gern Musik hört, insbesondere Live-Musik, dem ist zu empfehlen, hier auch mal die Clubs zu besuchen. Es gibt eine unfassbar große Musikszene in Göttingen. Es gibt viele Bands, wo sich ein Besuch immer lohnt. Und ich finde auch, jede einzelne Band hat Unterstützung verdient. Von jedem Besucher. Da taucht ein Rattenfänger auf, der Riesennatter-Klapper-Ratten-Schnitter. Mit Riesennatter-Klapper-Ratten-Futterhappen lenkt er die Riesennatter-Klapper-Ratten ab vom Pappel-Wappen-Klapper-Ritter, Pappel-Wappen-Klapper-Knappen, Pappel-Wappen-Klapper-Mutter und Pappel-Wappen-Klapper-Vater in ein Tal, genennet Bitterwetter. Hier ist jedes Wetter bitter. Mein Lieblingsort in Göttingen ist das Deutsche Theater. Ich gehe zwar selten hin, das muss ich zugeben, aber dennoch habe ich dort auch viel Zeit verbracht. Und für mich ist es einfach ein schönes Gefühl, immer mal wieder vorbeizugehen und die Leute dort zu treffen. Aber es gibt noch viele weitere Orte, die ich unbedingt empfehlen kann, die man gesehen haben sollte hier in Göttingen. Zum Beispiel der Cheltenham Park. Da kann man schön die Enten füttern, was man nicht soll. Aber ich könnte es ja erwähnen. Und auch die Schillerwiesen. Kiessee. Immer eine Reise wert, auch zum Joggen, wenn man Sport machen will. Sportpark direkt um die Ecke. Es klappert rappelnd vor Gewitter. Bald zappeln alle Riesennatter-Klapperratten im Gewitter rappelnd. Das ist bitter für die Riesennatter-Klapperratten. Nicht jedoch für den Riesennatter-Klapperratten-Schnitter. Ich sitze gerne in der Innenstadt
und atme einfach die Atmosphäre, die Menschen, die Luft und ja, diese. Für mich ist es ein Teil Freiheit, in Göttingen zu leben. Denn unser Pappelwappen-Klapperritter schlägt den Riesennatter-Klapperratten-Schnitter zum Riesennatter-Klapperratten-Ritter. Und seit jener Zeit nun nennt man den Riesennatter-Klapperratten-Schnitter nur noch Pappelwappen-Klapperrappen-Knappen-Mutter-Vater-Latten-Gitter-Gatter-Kettenspitter-Rappelzappel-Bitterwetter-Riesennatter-Klapperratten-Schnitter-Ritter. So.